So, die Ruinen von Stalingrad. Nachdem wir im Hafen alles erobert haben, kommt jetzt der russische Gegenangriff. Ich habe mich nicht für Ausbruch, sondern für Verteidigung entschieden. Welches Konzept fahre ich? Naja, meine Erfahrung war, dass die Russen irgendwie vergessen, hier diesen Flughafen da oben zu erobern. Vergessen das. Und das heißt, ich kann meine Flugzeuge eigentlich dort immer noch auftanken. Das war bisher immer so, solange dieser Flughafen hier noch offen ist. Ja, kann ich auch den noch benutzen. Ich würde die erste Angriffswelle von hier oben abfangen. Ja, also als Konzept habe ich ungefähr, dass ich so hier diesen Bereich. Dieser Bereich ist praktisch mit 1, 2, 3, 4. Waren es nicht irgendwie 5 oder so? Warte mal. Ah ne, den hier noch mit. Ja. Hier greifen sie irgendwie nicht an. Ja, weiß nicht warum. Aber diesen Bereich will ich abdecken. Und genau, dann kommt der erste Gegenschlag. Und kurz vorm Ende müssen wir noch einen sechsten Punkt, den hier erobern. Genau, wir brauchen 6 Punkte. Ob man das ganz besiegen könnte, ach, ich glaube es irgendwie nicht. Denn ich komme hier schon stark dagegen. Und man könnte jetzt sagen, mit wahnsinnig viel Aufwand könnte ich vielleicht noch das hier erobern, aber irgendwann kommt dann der Gegenschlag mit ganz stark ein bis hier unten. Das schafft man nicht. Oder ich schaff's nicht. Ja, im Prinzip ist das hier ein bisschen im Weg. Wenn man so sieht, ist ja wie so eine Frontausbuchtung. Was mache ich? Ich habe hier ein paar Stadt, sagen wir mal, Einheiten. Auch das und das hier nur zur Oberung, einfach zur Aufklärung. Also danach richte ich mich aber hier an der Front ein. Das hat dann den Vorteil, ich sehe sie schon beidseitig kommen und werde nicht überrascht. Gut. Beginnen wir mal hier oben, indem wir die vorderste Linie besetzen. Mischung zwischen starken Einheiten und noch ein paar, die noch ein bisschen Erfahrung bekommen. Das ist recht ungefährlich dort. Reserve habe ich noch die beiden französischen Panzer. Im Prinzip, ja, der braucht ja auch noch Training. Im Prinzip könnte ich auch den noch mit hinziehen. Ja. Den hier erstmal. Genauso hier. Ja, das passt schon so. Gut, ich will das hier erobern. Also fange ich mal an. Stadt rein. Ja, die Bombe. Können auch erstmal hier einfach. Ein
bisschen Erfahrung sammeln. Sehr gut. Okay. Das waren schon mal die Flieger. Wie schaut es hier aus? Naja, ich ziehe die alle zurück dann. Die Flak könntest du auch zurückziehen, ich weiß es nicht, ja. Siehst du zurück, ne? Ganz genau. Der kann auch noch oben zur Abwehr mit hochgezogen werden. Einfach Erfahrung sammeln. So. Das passt alles soweit. Ja, könntest versuchen, den noch heimzuziehen, und der könnte versuchen. Ja. Gut, das wäre soweit. Passt. Dann kommt jetzt der Gegenangriff. Es schneit, okay.
es schneit. Ich wusste es irgendwie nicht mehr so ganz genau. Das passt. Ja, was versuchen wir? Ich versuche. Gut. Versuchen wir mal hier auch. Passt soweit. Danach ziehe ich mich zurück.
so weit. Der Rückzug, der findet schon statt. Ja, und das da passt alles soweit. Ja. Na los, komm, dann investierst du in so einen scheiß Lastwagen, los. So, jetzt würde ich sagen, zurückziehen. Ja. Hier weiter aus. Ich sag mal.
Na dann. Ja. Die Hacker sind alle besetzt. Alles gesetzt. Dann. Die Welt abgewehrt. Hier beginnen wir jetzt auch. Komplett die. Na dann. Soweit jetzt noch schnell zurückziehen hier. Na ja, probieren wir es hier mal. Thank you.
da geklärt. Dort steht die Front, sehr gut. Dann würde ich sagen, fertig. Sehr schwach irgendwie. Das stärker in Erinnerung. Nachgetankt. Der Bomber hier, naja, da hilft eigentlich nichts. So, nächster Punkt hier, Flak. Hier ist alles fertig schon. Um.
Ja, also da steht erstmal nichts. Also das ist alles safe. Hier ist alles sicher soweit, ja. Gut, wir schauen hier nochmal schnell drei nach. Hätte gedacht, der kommt viel krasser noch her. Aha, stand jetzt kommt noch nichts. Dann, ich erwarte euch. Fertig.
fertig. Da muss ich nachtanken. Jo, passt soweit. Passt. So, jetzt schauen wir mal, was das kostet. 300. Ach komm, scheiß drauf. Was kostet die Welt? So. Nachtanken. Bleibt einfach stehen.
gleich. Das wär's hier soweit. Gut, weiter im Text.
Okay. Das passt zu weit. So. Dann fertig. Ritterkreuz, okay. Ich denke, das passt gut hier. So, wie das passt jetzt hier. 3, 5, ja. In der Luft alle gesetzt, gut. Nicht gut.
Weil ich vorne exponierter bin, umso vorsichtiger bin ich. So gut, je weiter der von vorne gerückt ist, umso krasser muss ich. Umso entschlossener muss ich drauf gehen. Passt. So. Dann schauen wir mal. Insofern ziehen wir halt alles zurück, liebe Jungen. Wenn es schneit, wer weiß, wie es dann danach wird. Gut.
Naja, dann würde ich mal sagen, es geht weiter. Immer weiter.
das passt jetzt wieder. Ja, fertig. Okay. Hat noch nicht so viel erobert. Okay. Gut, die letzten, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Züge solltest du langsam dann nach unten dich begeben. Gut, ich würde sagen, zwei, drei Züge. Dann muss ich Teile abzweigen, um hier nach unten vorzustoßen. Obwohl ich sehe gerade, jetzt ist schon vorbei, ne? Das passt jetzt. Gegenangriff. Ja.
war eigentlich ziemlich schwach, muss ich sagen, ja. Ziemlich schwach. Gut, dann vorwärts, sag ich mal. So, schauen wir mal. Ich möchte den Rudel. Er hat schon gesetzt. Okay. Sagen. Vorwärts.
Okay. Passt. Ich weiß, aber ich will auch nicht, dass die das verlieren, ja. Insofern, nee. Ja, ist ja noch 10 Züge. Kannst du ja dann unten schön die Front aufbauen. Thank you.
So, der Jäger noch. So, dann schauen wir mal, was kommt jetzt hier? Panzer 3M. Also 1, 2, 3, 4. Könnte höchstens dort. Ja, das wäre doch möglich, ne? So, na dann, nächster Move, also. Thank you.
Also, ja, das passt schon so schön. Reparieren, reparieren. Der Voronescher Panzer ist da. Hier unten, ja. Ich denke mal, das wär's. Okay. Also, in meiner Erinnerung war ja oben der Angriff stark. Der war nur jetzt eher sehr schwach. In meiner Erinnerung kam ganz spät von hier unten einer.
Der ist aber jetzt schon ziemlich zeitig da gewesen. Ja, das ist jetzt insofern nicht so schlimm. Es ist nur zu erklären, warum ich dann nicht so optimal dastehe. Passt. Ich brauche hier selbstverständlich Artillerie. Wie sieht es hier aus? Ja, jetzt erstmal in der Luft. Angriff gegen die Jäger hier. Oh, da muss ich zurückziehen hier. So, ich sag mal, der Rudel geht auf irgendeinen hier drauf, und zwar. Passt hervorragend. Jetzt repariert er, passt hervorragend. Wie schaut es hier unten aus? Unbedingt. Nachdenken. Attackieren hier. Ja. Nachdenken, unbedingt. Nachdenken.
gut. Dann kannst du jetzt schon mal. So, schnell nach Süden. Und schnell ein Bomber. Na gut, dann. Das passt alles soweit. So langsam erledigt die Panzer. So langsam, aber sicher erledigen sich auch die Panzer, ja. Thank you.
Nächster Schritt. Smolensk hat schon fast. Der Fall. Zack. Boah. Wie sieht's da aus? Fast zu weit, oder? Ja. Die kleine Krise vor dem Ort gelöst. Keine Einheit verloren. Sehr gut. Schneefall, gefroren. Also, was können wir hier tun? Naja. Schauen wir mal hier. Ja, und wie das passt. Ja, und ja.
Okay, es schneit. Das macht nichts. Der Winter. Das ist mir zu teuer, lässt einfach mal stehen und so. Thank you.
Tja, so, schnell noch hier noch fertig machen. Ja.
So, passt soweit. Es ist wieder Schneefall, gut. Na ja, dann. Passt soweit. Gut, dann noch danach ein Zug.
Aufzug. Gut. Sehr gut. Gut, dann machen wir schnell noch hier zu Ende. Gut, dann.